Hinter hohen grauen Mauern müssen weggesperrte Menschen kauern, weil ihr Gerechtigkeit es nennt, in einem System, das nur die Strafe kennt. Doch Gerechtigkeit, die gibt es nicht, wo Menschlichkeit zusammenbricht. Unter Hass und Wahn und Gier, der Begriff der Freiheit nur zu Ziel. Wenn wir nicht gegeneinander stehen, sondern gemeinsam vorwärts gehen, dann können Gefängnismauern splittern und jene frei sein, die jetzt noch hinter Gittern. Es braucht sie nicht, die Strafanstalt, zerschlagen sei die Staatsgewalt. Wenn anstatt dass uns die Willkür leitet, dem Worte sei der Weg bereitet. Und während ihr die nächsten Kneste baut, rufen wir klar und rufen laut. Wenn der Staat endlich verreckt, wird jeder Knast zum Hausprojekt. Gegen Kneste, gegen Käfige, gegen Repression. Tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation. Es war also nicht nur der Entzug von Freiheit, wie man sich das Gefangenschaft vorstellt. Es war der Versuch, uns mehr die innere Freiheit zu nehmen, also die innere Autonomie, die Fähigkeit, geistig, seelisch, von der politischen Identität her über mich selbst zu bestimmen. Kiste, Kittchen, Kneste, Folterinstrumente. Ziel ist Resozialisierung, Gangste. Hochprofitable Sekte des Kapitals. Profitorientiert, dummes Arbeiten, keine. Jeder Häftling in Deutschland ist zur Arbeit verpflichtet. Es lohnt sich für jeden, der Zwangsarbeit verrichtet. Dein Lohn ist gesichert, 1,35 €. Vielleicht kommst du im Monat früher raus, bist du fleißig. Sie schützt ihren Reichtum, die herrschende Klasse, vor der zahmen, besitzlosen Masse. Sie richten, schikanieren, isolieren. Und hier soll man seinen Hass auf die Gesellschaft verlieren. Du siehst den Irrsinn, musst nur deine Sinne zoomen. Danke Robert Koch, Knastprodukte boomen. Auch Deutschland privatisiert, JVA Hünfeld. Nur der Anfang, hinter schwedischen Gardinen grüßt Geld. Wer aus dem Knast kommt, fremdelt mehr als jemand, der reingeht. Der Staat ist der Letzte, der hier für dich einsteht. Ein Viertel aller Entlassenen gehen zurück in Kneste. Freiheitsentzüge sind dreckige Geschäfte. Gegen Kneste, gegen Käfige, gegen Repression. Tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation.